Sie haben Abitur gemacht am Agrarwissenschaftlichen Gymnasium in Nürtingen. Sie haben davor den Realschulabschluss, ich glaube, in Wendlingen gemacht. Sind Sie gerne zur Schule gegangen? Naja. Ja, es, nicht so unbedingt. Es gab Fächer, die haben mir sehr gefallen. Es gab auch Fächer, die habe ich gehasst. Also das ist schon durchaus so. Ich war ein ganz normaler Schüler, wie wahrscheinlich ganz viele, dass halt es gute Sachen gibt und weniger gute Sachen gibt. Aber was mich fasziniert hat, waren einfach Vorbilder, die ich schon relativ früh hatte, schon vor der Pubertät, zum Beispiel Hans Hast, der hat auch Pionier. Es war da die Gemeindebibliothek, wo ich mir Bücher ausleihen konnte in Oberbohingen, und da hatte ich mir dann die alten Hast-Bücher ausgeliehen und habe mich da reinversetzt, was der so gemacht hat. Und habe das total toll gefunden, wie der dann vor allem auch im Zweiten Weltkrieg, als er dann da in Curaçao war, also weg von der Front, und sie da in Curaçao dann von den Holländern dann festgehalten worden sind und sie dann einmal um die Welt fahren mussten über Japan, um dann wieder nach Deutschland zurückzukommen. Also das fand ich schon sehr, sehr interessant, die ganze Geschichte. Aber auch so das Lebensbild, dass Hass einfach auch Pionier war in dem, was er gemacht hat und sich auch wirklich Freiheit genommen hat, ja, die er nicht hatte irgendwo. Und das fand ich extrem imponierend. Und jetzt, wenn ich so analysiere, damals habe ich das als Schüler natürlich nicht können, das war halt eine große Persönlichkeit, aber jetzt hat es irgendwie stimmig für mich, ja, dass es ausgerechnet Hans Hass kam, Hans Hass war, der mich extrem beeinflusst hat. Und auf die Schulfrage zu kommen, war mir in der Schule schon klar, dass ich schon gerne studieren möchte. Ich möchte ja gerne Meeresbiologe werden, und das kann man mit einem Realschulabschluss natürlich nicht machen. Und daher war es mir klar, dass ich irgendwie weitermachen muss. Also Biologie war immer Ihr Lieblingsfach? Ja, unter anderem, ja, so die Arten auswendig lernen, Botanik, Zoologie nicht so arg. Ich war dann mehr irgendwo interessiert, die kleinteiligen Sachen, Biochemie, Chemie fand ich auch sehr spannend, Physik fand ich auch sehr spannend. Also eher die Sachen, die man nicht gesehen hat, die fand ich spannend. Und weil mit dem Realschulabschluss klar war, ich will keine Ausbildung machen mit 3 Jahren, sondern Biologie oder Hans Hass werden, genau, musste dann das Agrarwissenschaftliche Gymnasium sein. Genau, genau. Ja, das habe ich mir natürlich ausgesucht, weil es hatte naturwissenschaftliche Hauptfächer damals, Chemie und Biologie, Agrartechnologie. Es hat mir sehr gefallen, dass es natürlich diese Fächer, die mir Spaß machen, dass ich die als Hauptfach haben kann. Und man musste auch ein Praktikum machen, musste also auf den landwirtschaftlichen Hof gehen. Ich glaube, einen Monat oder sowas musste man dann sich das unterschreiben lassen. Also es waren schon Hürden da, die man ja da machen musste. Aber es war eine sehr, sehr gute Schule aus dem Grunde, weil wir sehr heterogen waren in der Klasse. Es gab ein paar andere Jahrschüler, aber es gab auch viele, die aus dem Gymnasium kamen oder viele, die zum Beispiel schon eine Berufsausbildung hatten und dann trotzdem weitermachen wollten, uns Abitur machen wollten. Und somit fand ich das total spannend, solche Individualisten in der Schule zu haben. Und so waren wir auch alle. Also jeder war speziell ein bisschen. Und das fand ich extrem spannend, sodass ich mich dann eher an die Universität erinnert habe als an eine Schule tatsächlich. Mhm.